Punkt Nummer 5 ist, der Autor sagt, das Berühren des Geschlechtsteils, des menschlichen Geschlechtsteils, okay, messu farjil adamiyi ibatn al kaffi, also mit dem Inneren der Hand, okay, mit dem Inneren der Hand, wa messu halqati duburihi, und das Berühren der Anus, der Anusöffnung nach der neuen Meinung von meiner Schäferin. So. Erstmal, wenn wir sagen, Mess ist nicht Lems. Eben haben wir gesagt Lems. Okay? Lemsul Mar'ati al-Ajnabiyya. Oder Lemsul Mar'u al-Ajnabiyya. Okay? Hier haben wir Mess. Lems ist an sich der Hautkontakt. Haut-zu-Haut-Kontakt. Sei es zum Beispiel, wir haben es vorhin gesagt, dass die Zunge auch zum Bereich von Lems gehört. Wenn es der Arzt zum Beispiel, okay, sagt, zum Patienten Zunge ausstrecken und berührt dann mit seinem Finger ihre Zunge, dann ist Iodo gebrochen. Dann ist Iodo gebrochen. Oder er sagt zum Beispiel, macht den Mund auf und er berührt im Gaumen. Dann ist ein Modul gebrochen. Wenn er keinen Handschuh anhat. Wenn er Handschuh anhat, ist kein Problem. Dann ist von keinem der beiden gebrochen. Hier haben wir Mess. Und Mess ist das Berühren mit der inneren Fläche der Hand. Okay? Diese Fläche hier. Aufgrund des Hadithes, wo es heißt, mit Mess erforderte verliert der Wallah. Wer sein Geschlechtsteil berührt, soll Wudu machen. Ebenso in einem Hadith heißt es, إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. Also wer أفضى macht. أفضى ist das Berühren mit der inneren Hand. Also in einer Handfläche. Wer mit der Fläche sein Geschlechtsteil berührt und es gab dazwischen zwischen Hand und dem Geschlechtsteil keine Barriere und keine Bedeckung, also weder Sitter noch Hijab, der soll Wudu machen. Genau. Das heißt, wenn du denn eines Geschlechtsteil berührst, ist der Wudu gebrochen. Somit auch von anderen Geschlechtern. Auch warum? Weil, wenn du mit dieser Fläche hier deinen Geschlechter berührst, es kann dafür sorgen, dass du eine Lustempfindung bekommst. Okay? Dass du eine Lustempfindung bekommst. Das kann passieren. Das kann sogar schnell passieren. Das ist Mann oder Frau. Deswegen, wenn du dann das von einer Frau berührst, oder die Frau bei einem Mann, dann ist es sogar noch stärker. So, es war noch stärker. Von daher sagt man, auch wenn du das Geschlechtsteil von deinem Ehepartner oder Ehepartnerin berührst, ist auch gebrochen. Abgesehen von, dass du das bricht, weil es ein Haut-zu-Haut-Kontakt war. Es bricht sowieso. Genau. Es gibt einen Bericht, eine Überlieferung, wo es heißt, das ist nicht bricht. Aber dieser Hadith ist bei den Schafiten, also wird bei uns als Mansuch, also als aufgehoben, beachtet und erachtet. Genau. Die Frage, was ist dieser Bereich? Zählt das dazu? Zählen die Fingerspitzen dazu? Was zählt alles dazu? Und wir sagen hier, wenn du deine Hand nimmst und einmal so machst, okay, und ein bisschen drückst, die Haut, die sich berührt, okay, die sich berührt, ist die Hautfläche, die dein Wudu bricht, wenn du damit dein Geschlechtsteil berührst. Das ist Mann oder Frau. Du machst einmal so und du machst so für die Daumen. Okay? Alles, was sich hier berührt, okay, was sich hier berührt, ist diese Zone. Okay, ist diese Zone. Das heißt, Harful Yad, also das hier, oder ma bayna al-asabi', das hier, okay,
oder Ruus also die Fingerspitzen, wenn du damit dein Kristall berührst, bricht dein Wudu nicht. Dein Wudu bricht nicht. Wenn du also als Mann dein Geschlechtsteil im Sinne von so berührst, okay, dein Wudu bricht nicht. Dein Wudu bricht nicht. Du kannst also dein Geschlechtsteil berühren, auf eine Form oder Art und Weise, dass dein Wudu nicht bricht, es kaum zu machen. Genau. Beim Mann gilt nur sein Geschlechtsteil. Nicht die Hoden und nichts anderes. Okay? Wenn der Mann nicht beschnitten ist, dann zählt auch die Vorhaut. Wenn er sie berührt, ist sein Wudu gebrochen. Wenn es wird, ist sein Wudu gebrochen. Was die Frau betrifft, gibt es Ikhtilaf. Es gibt unterschiedliche Ansichten. Nach Ibn Hajar al-Haytami, er hat gesagt, es zählen nur die inneren Schamlippen. Okay? Die inneren Schamlippen und der Scheidenvorhof. Diese beiden Bereiche sind der Bereich, dass wenn sie die Frau mit ihrer eigenen Hand und der Innenhandfläche diese berührt, bricht ihr Wudu. Der Scheidenvorhof ist der Bereich um die vaginale Öffnung herum und um die Öffnung herum, wo das Urin rauskommt. Dieser Bereich und die inneren Schamlippen, wenn sie das berührt, ist ihr Wudu gebrochen. Nach Sheikh Ramli sagte nein, es zählen die äußeren Schamlippen auch. Das heißt, wenn du nun die Mitte hier berührst von den Schamlippen, hier, dein Wudu bricht. Dein Wudu bricht. Was die Klitoris betrifft, gibt es auch hier Ikhtilaf. Ibn Hajar sagt, wenn sie sie berührt, bricht ihr Wudu nicht. Okay? Aber Ramli sagt, es bricht. Es bricht. Das heißt, wenn es die Frau ihre Klitoris mit der inneren Hand der Fläche berührt, okay, sie berührt das, ist ihr Wudu gebrochen. Nach Sheikh Ramli. Aber nach Sheikh Ibn Hajar nicht. Ebenso auch der Scham, also an sich der Schambereich um die Schamlippen herum zum Beispiel, bei der Frau bricht das Wudu nicht, wenn sie es berührt. Ebenso auch nicht der Bereich zwischen ihrem Geschlechtsteil und zwischen ihrer Anus. Dieser Bereich, den zu berühren, bricht auch das Wudu nicht. Bricht das Wudu nicht. Aber, wie schon gesagt, der Bereich, also zwischen den beiden Schamlippen, okay, wenn sie da also dazwischen berührt, bricht das Wudu. Genau. Kommen wir nun zur Anus. Das heißt hier in dem Text, das Wudu bricht, wenn man die Anus berührt, nach der neuen Ansicht von Imam Shafi. Nach seiner alten Meinung sagt er, es bricht nicht, sondern nur, wenn du vorne berührst, aber nicht hinten. Okay, hinterher hat er dann seine Ansicht geändert und das ist auch die Hauptansicht bei Schäfiten. In dem Fall hier. Und zwar, es bricht, wenn man sie berührt. Jetzt die Frage, was ist überhaupt die Anus? Die Anus, man sagt, es ist Multnaqa al-Manfad. Und zwar, es ist die Haut, die beiden Seiten, die sich öffnen, wenn man sich erleichtern möchte. Okay, diese Halaqa, dieser Kreis, diese Öffnung ist der Bereich. Wenn du ihn berührst, ist dein Wudu weg. Dann ist dein Wudu weg. Alles drumherum, okay, die Gesäßbacken etc., bricht dein Wudu nicht. Kannst du berühren, dein Wudu bricht nicht. Dein Wudu bricht nicht. Hat nun ein Mann zum Beispiel zwei Geschlechtsteile, also zwei männliche Geschlechtsteile. Dann sagen wir, egal was er davon berührt, sein Wudu ist weg. Sein Wudu ist weg. Okay, sein Wudu ist weg. Ob diese beiden Teile nun funktionsfähig sind oder nicht funktionsfähig sind, das ist egal. Beides ist ein Kristall und es bricht, wenn er beides berührt. Okay, es bricht, wenn es berührt.
So, jetzt kommen wir zur Frage von vorhin, die aber auf was andere war, aber was jetzt hier wichtig ist, und zwar: Es gibt eine Ansicht bei Scherfiten, okay, die sagt, besagt, wenn du dein Geschlechtsteil aus Versehen berührt hast, das ist ja Huren. Okay, zum Beispiel, jetzt willst du dir was anziehen oder dich trocknen. Hast du aus Versehen mit deiner Handfläche dein Geschlechtsteil berührt? Okay, dann sagen wir, dein Modul ist nicht weg nach der zweiten Ansicht der Scherviten. Aber nach der Hauptansicht ist dein Modul weg. Dein Modul ist weg. Jetzt gibt es noch einige Fragestellungen. Was ist nun mit einem Toten? Okay. Du darfst einen toten Menschen. Sein Geschlechtsteil darfst du nicht einfach so mit der Hand berühren, darfst du nicht. Sogar einen lebenden Menschen darfst du nicht. Wenn du jetzt Arzt bist, okay, du bist Arzt, rein religiös gesehen, du darfst von deinem Patienten sein Geschlechtsteil nicht einfach mit der Hand berühren. Darfst du nicht. Du musst Handschuhe anhaben. Also es muss eine Barriere dazwischen geben. Okay? Jetzt die Frage, wenn es du einen Toten berührst, und zwar sein Geschlechtsteil berührst. Dann sagen wir, du hast Pech gehabt. Dein Modus ist gebrochen. Dein Modus ist gebrochen. Deine Ehefrau ist verstorben. Okay, ist verstorben. Und du wäschst sie. Denkst du, okay, es ist nichts dabei, sie beim Waschen ohne Handschuhe zu waschen. Und du bist einfach ihr Geschlechtsteil, wenn du sie wäschst. Okay? Dann sagen wir, dein Modus ist gebrochen. Wenn du. Also, ich meine, sowieso. Es gibt einen Hautkontakt, also der Modus ist eh weg. Okay? Aber jetzt rein theoretisch gesehen, wenn es einfach nur ihr Geschlechtsteil berühren würdest, ist dein Modus weg. Also du kannst nicht sagen, sie ist tot. Das gibt's nicht. Sie ist eine Frau, du hast sie berührt, Hautort berührt, dann dein Modus ist weg. Punkt. Genauso auch, wenn als ein Elternteil sein Kind wäscht, okay, sein Kind wäscht mit der bloßen Hand, also in der Handfläche, okay, von seinem Kind das Geschlechtsteil berührt, um das zu waschen, dann sagen wir vom Vater oder von der Mutter, das Voodoo ist weg. Oder zum Beispiel, der große Bruder wäscht von seinem Bruder oder Kleinschwester nach dem Notdurft wäscht er sie, okay, und berührt mit seinem Hand in der Fläche das Geschlechtsteil von dem Kind, dann sagen wir, dein Modus ist weg. Oder eine große Schwester von dem kleinen Bruder oder Schwester berührt mit ihrer Hand in die Fläche das Geschlechtsteil vom Kind, ihr Modus ist weg. Ihr Modus ist weg. Sagen hier, du kannst einfach zum Beispiel einen Handschuh benutzen. Oder andere, weiß nicht, Toilettenpapier benutzen und das auch einfach gar nicht berühren und damit der Ordner berühren, okay, also hier berühren, hier damit waschen, okay. Da bricht es ja nicht. Das ist dein kleiner Bruder, dein Schwester oder dein Kind, okay. In dem Fall wird es nicht brechen, wenn du also sein Geschlechtsteil oder ihr Geschlechtsteil mit der Handaußenfläche berühren würdest, das wird das nicht brechen. Genauso auch zum Beispiel, wenn du ein Geschlechtsteil hast, das nicht mehr funktioniert. Ist einfach funktionsunfähig. Du berührst damit, oder auch von einer anderen Person, du berührst das, dein Modus ist weg. Oder deine Hand ist nicht mehr funktionsfähig. Wenn du damit mit deiner Handfläche deinen Teil berührst, jetzt Mann oder Frau, dein Wudu ist weg. Dein Wudu ist weg. Ebenso auch ein Mann zum Beispiel, dessen Geschlechtsteil gänzlich amputiert ist. Okay? Der Bereich, wo sein Geschlechtsteil damals war, dieser Bereich, den zu berühren, auch bricht dein Wudu. Bricht dein Wudu ebenso. Genau, und
Was nur mit Tieren? Brauchst nur einen Hund. Okay, ein männliches Hund. Du wäschst ihn und berührst zum Beispiel sein Geschlechtsteil. Dein Blut bricht nicht. Okay, von Tieren bricht das nicht. Weil das ist nicht der, also der, deren Geschlechtsteil ist kein, also ist kein Bereich, ist kein Mahal, also es ist keine Sache, wo es beim Menschen ein Potenzial gibt, der gesund ist von seiner Psyche her, dass er nun eine sexuelle Lust empfindet, das zu berühren oder das zu sehen. Wenn du ein Hund zu Hause hast und eine Katze, du ziehst ihm da keine Unterhose an oder so, dass du sagst, okay, jetzt muss man das bedenken oder so. Okay, das machst du ja nicht. Also, du hast eine Katze zu Hause und ein Hund zu Hause. Du musst das nicht bedecken. Okay, es ist kein Ort, wo du eine Lustempfindung empfindest, wenn du das siehst. Es muss nicht bedeckt werden, von daher auch kannst du es berühren und es bricht dein Wudu nicht. Es bricht dein Wudu nicht. Okay? Genau. Dann ist noch die Frage, okay, ich weiß nicht, habe ich nun mein Geschlechtsteil berührt oder nicht berührt? War es nun mein Geschlechtsteil oder war es nun der Außenbereich? Oder war es das Geschlechtsteil oder war es nun der Hoden? Okay, du weißt es nicht. Du weißt es nicht. Dann sagen wir, du hast noch Wudu. Du hast noch Wudu. Oder habe ich nun mein Geschlechtsteil mit der Innen- oder mit der Außenseite der Finger berührt? Weißt du nicht mehr. Du bist unsicher, dann hast du noch Wudu. Also dein Wudu ist nicht weg. Dein Wudu ist nicht weg. Okay? Oder du bist nur an der Kasse. Okay? Und die Kassiererin berührt dich. Du weißt nicht, habe ich sie berührt oder hat sie mich berührt? Dann, nach der zweiten Ansicht der Scharfiten, kannst du sagen, ich habe noch Wudu. Ich habe noch Wudu. Genau. Das waren die letzten beiden Punkte der Dinge, die das Wudu brechen. Gibt es Fragen eurerseits? Habt ihr Fragen aufgeschrieben oder nicht? Wenn nicht, umso besser für mich. Nein, nicht besser für mich. Noch so ein bisschen. Ja, bitte, das ist eine Frage. Gibt es Mahram bei den Eltern noch Milch? Was gibt es Mahram bei den Eltern noch Milchgeschwistern? Verstehe ich nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Gibt es Mahram bei den Eltern? Ach so, okay, Mann, okay. Mann. Wenn man nach Schäfer kein Wudu mehr hat und nach Hanafi betet. Ah ja. Die Frage ist, wenn du nun den Hanafiten folgst in Bezug auf das Brechen des Wudus, brauchst du eine Frau berührt, an der Kasse zum Beispiel oder irgendwo oder deine Ehefrau. Sagst du, okay, ich habe jetzt keine Lust, Wudu zu machen, ich will es einfach beten. Dann sagen wir, der muss auch dein Wudu und dein Gebet nach den Hanafiten gültig sein. Das heißt, wenn du das als Chef Wudu machst und die Pflichten erfüllt, hast du auch bei den Ahnaf die Pflichten erfüllt. Okay? Das ist mein Vorteil. Andersrum ist es eben nicht so. Du darfst nichts gemacht haben, was bei den Hanafiten dein Wudu gebrochen hat. Zum Beispiel auf eine Art und Weise bluten, dass dein Wudu gebrochen ist. Okay? Ebenso auch muss dein Gebet bei den Hanafiten gültig sein. Wenn du alles erfüllt hast, dann kannst du es machen. Dann kannst du es machen. Ja, dazu eine Frage? Ja, die Frau, wenn sie draußen ist, muss aber damit aufpassen, dass sie ein Viertel des Kopfes nass macht. Nicht nur Genau, einen kleinen. richtig. Ja. Mann und Frau müssen beide darauf achten, dass wenn sie jetzt nun mit diesem Wudu beten wollen, dass sie auch das Wudu haben müssen bei Hanafiten. Okay? Vorhin hab ich gesagt, okay, jetzt zum Koran lesen zum Beispiel, oder zum Schlafen gehen, was als Sunna ist, dass du mit Udo schläfst, etc. All das gibt es mehr Toleranz. Aber beim Gebet ist es strenger.
Weil beim Gebet gibt es auch nochmal hier Voraussetzungen, wenn ihr viel mehr verhebt. Okay. Gibt es Mahram bei den Eltern? Bei den Eltern von Milchgeschwistern. Zum Beispiel, mein Sohn hat eine Stillmutter. Wenn sich berührt. Ah, nee, nee. Das geht nur für deinen Sohn selbst. Das heißt, ich habe nur einen Sohn. Okay, ich habe einen Sohn. Und mein Sohn hat eine Stillmutter. Okay, eine Eiche zum Beispiel. Okay? Er kann sie berühren, ohne dass sein Udu bricht. Aber ich bin mit der Frau fremd. Ich berühre die Frau nun, aber mein Udu bricht. Mein Udu bricht. Ich habe mit dir, also ich habe mit der Frau nichts zu tun. Ist das klar? Okay, wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.